Euer Victus und willkommen zurück zu State of Decay. Wir hatten ja in der letzten Aufnahme ein leichtes Problem, Maya ist gestorben und dann hatten wir diesen dämlichen Bug. Ich habe das Spiel dann offline nochmal neu gestartet und ja, die Mission müssen wir normal machen. Also die Mission, wo wir einem Überlebenden helfen, seine Schulden bei den Wilkinsons zu begleichen. Die wurde komplett zurückgesetzt, was ich eigentlich ganz gut finde. Naja. Nach wie vor schade, dass Maya ins Gras gebissen hat. Unbändiger Teamspieler-Mechaniker, Problemlöser. Moment. Vom Bau, vom Kochen und... Attention civilians! Remain in your homes with the doors locked and the windows secured. If you do not comply with these instructions... Ja, ich denke, das sollte schon reichen. Ich meine, wir haben noch bearbeiteten Schalldämpfer, Munition ist auch noch genug da. Was ist unsere Aufgabe? Zombiejagd aufgebläht. Ja, wir können eigentlich den Aufgeblähten hier jagen und danach noch hier die Mission erledigen. Ich nehme dann noch ein bisschen Munition mit. Man weiß ja nie, was abgeht. Schalldämpfer. Sollte man noch mitnehmen. Man weiß nie, was. Ich überlege gerade, wir haben hier eine 9mm Pistole. Die ist eigentlich ganz okay. Aha, okay, nochmal. I'll check this out next. Keep your eyes peeled for infestations. Ich meine, wir haben keine großartige Mission. Das Rathaus ist zusammengebrochen, was mich sehr nervt. Ich meine, ja, da ist nicht viel passiert. Watchtower, this is Charlie 6. We're en route to the carnival, requesting access. Hello? Watchtower? Hey, will you assholes stop jerking off and open the damn gates? Come on, goddammit, we're right here on the bridge. How do you not see us? Charlie 6 to anyone receiving. Where the hell is everybody? It's the freaks we really gotta worry about. We'll follow you. 10-4, I'm ready. Numbers. I'm writing all this down just in case. My notebook looks like I'm a crazy person. Das ist der Versorgungsabwurf. Den holen wir uns natürlich. Hoffen wir mal, dass diesmal die benötigte Munition drin ist, weil Munition... Es tut mir leid. Alles andere kann uns mal, aber die Munition darf uns einfach nicht ausgehen. Sobald uns die Munition ausgeht, müssen wir uns mit Nahkampfwaffen durchschlagen. Das ist dann das Nervigste, was ihr habt. Und mit Nahkampfwaffen dauert alles ziemlich lang. Klar, ihr könnt auch mit Molotov-Cocktails kämpfen und so ein Scheiß. Und
Yeah. Der CIA. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und ja. Hier ist wieder eine potenzielle Heimatbasis. Ach ja. Das Einzige, was mich an Clio abwürfen einfach stört, ist. Taking requests. Ja, wir haben wieder eine schöne Menge von Zombies weggerotzt und es ist wieder Lebensmittel. Finde ich nicht schön. Ich hätte von Clio mir was anderes gewünscht, aber naja. Was haben wir drin? Den Clio-Granatwerfer. Die Clio-Machete. Und zu essen. Sehr schön. Wieder mal nichts verwehrt. Hätte ich mir jetzt wirklich mehr erhofft. Na gut, dann gehen wir nochmal hier hin. Ich meine, die Mission haben wir ja, wir kümmern uns dann darum. I'm on the move. I hear ya. Naja. Hoffentlich klappt es diesmal. Nachbarn entdeckt. I already told you, we don't have any ammo. I mean, Christ, we're already down to killing zombies with 2x4s. Yeah, that's real heartbreaking. Thing is, that doesn't change our bottom line. But I don't have any. I'm not interested in your excuses. You got 2 days. Oh, and in case you were wondering, we do have ammo. Behauptet, sie hätten keine Munition. Die haben Munition. Welche? Perfect. Yeah, I got that impression. Ja, wir zahlen. Wir zahlen eure Schuld. Okay. Warum nicht? Das sind totale Fremde und wir zahlen eure Schuld. Yay. Wir haben ja noch nicht genug Probleme. Oder, Leute? Ich hoffe, diesmal klappt es, dass wieder was schief läuft. Das Stichwort. Durch. Ja,
Ah, hier so. Sieht alles okay aus. Aber hey, wir haben jetzt den Cleo-Granatwerfer und die Cleo-Machete. Wie gesagt, kein großer Fan von noch mehr Nahrungsmitteln. Manchmal lässt Cleo extrem coole Sachen fallen. Ich hatte da mal einen Abwurf, da waren 3 Packungen Bandagen drin und 2 Packungen Munition. How's it going? Lots of Zeds, right? There you go. Don't say I never gave you anything. Come on, you're carrying this. This is, wow, this is a lot of ammo. What were you planning to do with this? Just follow me and stay close. I'd rather you didn't get eaten. Gehen wir mal ab hier. Da ist die Cleo-Machete. Ich nehme selbst noch mal ein bisschen 9mm Munition. Ich meine, man kann hier einen guten Schalldämpfer dabei haben. Oh je, unsere Karate auch schon bessere Zeiten, oder? Ja. Ah, jetzt müssen wir gleich zu den Wohlkassen fahren. Wo müssen wir hin? Ja, wir müssen direkt zu den Wohlkassen. Das heißt, es ist eine lange Tour jetzt. Aber ja, dann nehmen wir unser schnellstes Auto hier. Ich meine, warum nicht? Überlebenden. Wirklich, meine ich ernsthaft, der wird doch wahrscheinlich eh nicht lange überleben, sobald er wieder ist. Das ist halt eine nervige Mission. Wir machen es. Wir hätten auch einfach Nein sagen können. Ich sag mal so, hätte ich nur 10 Munition gehabt, hätte ich niemals die Hälfte meiner Munition abgegeben. Ich meine, Samaritertum muss man sich auch leisten können, sonst funktioniert das nicht. Wenn man selbst nur 5 Munitionseinheiten hat, dann kann man nicht alle abgeben. Gut, dass Raymond uns dieses wunderschöne Auto gegeben hat, damit die ganze Sache ein bisschen schneller. That's the sound of the police. Boah. Mein Nacken ist ein bisschen steif. So, nicht viel zu tun. Mich ärgert es immer noch, dass wir Maya verloren haben. Aber naja. Den kann ich jetzt nicht mehr dran ändern. Ich habe wegen so einer verschissenen Aufklärungsmission einer der besten Leute meines Teams verloren. Das nervt mich. Wenn ihr euch State of Decay 1 holen wollt, die Game of the Year Edition wird wahrscheinlich im Summer Sale schön runtergesetzt sein und... Ja. Ich habe keine Ahnung, warum es momentan bei mir so scheiße läuft. Weil normalerweise läuft es besser. Das wird jetzt ein langer Weg noch. Unser Auto strikt.
Ja, das ist nämlich ein Aktionsherd, oder? Here. And what the hell is this? It's the rest of the ammo you're owed. That should clear the debt. Well, you boys didn't have a bullet to your name. This is from your stock, isn't it? Don't be an idiot. Why would it be from their stock? Does it clear the debt or not? Yeah, bullets are bullets. Don't much care where they came from. You can tell your sweethearts their debt's settled. The hell'd you do that for? I don't even know what to say. Thank you. Doesn't really cover it, does it? Forget it. You'd have done the same for us. Well, yeah, I guess, but I mean, you couldn't really have known that. Hm. Was bei den Wilkers ein Vorteil ist, die haben schöne Sachen hier. MK-15-Gewehr, Kaliber 50. Schöne Gewehr. Schöne Sachen haben die Wilkerson's. Ich glaube, da bediene ich mich hier. 9 Meter. Seht euch das an. Das beste Gewehr, das man hier kriegen kann. Sorry, aber... Oh Gott. Zwei Schönheiten. Das hat sich gelohnt, mal zu den Wilkerson's auszuprobieren. You might want to go check on whatever's going on down by the bridges. Ja, ja, kann ich machen. I need a breather. Ich meine, sobald ich bin ja hier oben, also könnte ich theoretisch auch noch mich um diese eine Mission kümmern mit Lillys Vater pur. Und von Lillys Vater zu Lilly bringen. Ich meine, ich bin schon mal hier oben. Ich meine, da ist es ja egal, wie weit ich bin. Was ich kann, noch groß nicht tun. Was mich stört ist, ich habe Esszimmer, ich habe eine Küche, ich meine, es gibt viele Aktivitäten für Überleben. Und was mich auch stört einfach, es ist ein Lager und ein einziger schickt Wache. Ich meine, das ist so groß, dass man eigentlich 4 Wachtürme haben sollte. Dass immer 4 Leute dann auf Wache sind und schon auf die Zombies schießen. Also wir können hochfahren bis Mount 10 und uns das anlegen wollen. Machen wir das doch einfach mal. Tell me a little about your dad. He was amazing. I know it must have been hard for him after Mom died, but he never let me see it. I remember this one time. Not right now. You were saying? I remember this one time when I was too sick to go to the movies for bed. Meine, man könnte was bei Polizeiwaren Spezielles machen. Fahren, Beschleunigung, Horn, Sirene. Lindemann's birthday party. He turned our living room into an old-timey movie theater. Just for me. Popcorn machine, candy, curtains in front of the TV. He even made me get a ticket. Sounds nice. I was 14. Was totally lame. But it was sweet.
Yeah. Tränendrüsenpolizei. Willi Ritter, Sie haben zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt. Polizei. Ich meine, das Auto ist nicht so schnell wie das andere, aber es fährt sich aufs Fahrverhalten, es ist zu kontrollieren und wir haben ein Ding damit geködert. Ich frage mich, wenn ich aussteige. Oh je. Naja, stimmt ja. Aha. Die Brücke. Und natürlich ist da hinten eine Horde. Wow. Okay, dass ich böse enden kann. So, Schmerzmittel habe ich noch ein paar. Brandbomben habe ich 3 Stück. Tarn ich mich doch mal kurz und guck mal, was hier. So, Pistolen. Ja, wir nehmen Pistolen. Ich meine, Pistolen ist eine schöne Sache. Okay. Führungskraft, bla bla bla, Freundschaftsgewinn, bla bla bla, kämpfen. Ja, der gute Judy Bennett ist eigentlich ganz gut. Hang on, I've got a transmission coming in, I think. If you're looking for any more hands, we'd be happy to join you. You might want to go check it out. Okay, freundlich gesinnte Überlebende wollen sich uns anschließen, finde ich nicht übel. Wir müssen uns hier nicht alle Feinde sofort holen. Jedes Mal, let's check these, okay? Oh. I just spotted an infestation. Oh yeah. Let's look in here. I better look around some more. Huh. Little plastic watch with cartoon fish on. Perfect. Ihr seid ein echt guter Typ. Egal, jetzt müssen wir noch irgendwie zurück nach Hause kommen.
müssen am besten hier wieder durch, runter, das Auto und dann den ganzen Weg zurückfahren. Naja, wir können hier zwischendurch hier noch Rast machen und gucken, ob wir was finden, was uns noch hilft. Ich meine, ui, das letzte Sonderzeug, was wir in der Tasche haben. Gott, wir sollten uns von der Straße nicht fernhalten, das könnte hier momentan prekär werden. Ich erinnere mich noch, als wir mit Ed hier runtergesegelt sind. War nicht lustig. Interessant ist im Code ist halt für die kaputte Brücke auch noch eine Reparaturoption. Das heißt, diese Brücke hätte man reparieren können und das Forsthaus hinten zu einer riesigen Basis ausbauen können. Das ist im Code noch ersichtlich. Finde ich halt interessant, dass man gesagt hat, da wo es angefangen hat, hätte man sich auch. I got nothing left. Ich meine, wenn man sich es anguckt, ist es eigentlich relativ sicher. Schützt einen die Natur und wow. Recorder was running. You're gonna want to hear this. If you're hearing this, we could use some help. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. You'll find it on your map. Oh, da brauchen Leute Hilfe. Mal gucken. Baumaterialien. We'll run this home. Noch was. We'll see you soon. Ich meine, wenn wir schon hier oben ist, können wir. Das wird nicht funktionieren. Ja, am Arsch. Das wird funktionieren. Das wird funktionieren, Leute. Was? Ich nehme das hier rein. Das kommt dann rein. Fertig. Wenn ich etwas that kaputt won't bin, ich habe noch genügend Munition. I found some supplies. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Oh Gott, ich habe mich verdrückt. Ja, diese Plünderer sind tot. Die sind tot. Bis hier oben hin glaube ich nicht, dass sie das schaffen. Das ist ein gutes altes Polizeiauto. Das hätte die Strecke niemals überlebt. Eine dumme Aktion von mir und es wäre weg. Ich verspreche, eine dumme Aktion wäre gekommen. Naja, wir knechten die Zombies ja ganz gut, es scheint. Explosionsradius vollkommen falsch eingeschätzt. I better look around some more. Was drin sein. We're clear. Komm schon, ein paar Medikamente. I guess I lucked out. Naja. Can't do that right now. Gott, ich gehe dann mal hier rein. I'm not alone. Immer wiedersehen, Leute. Oh.
kurz vorm Abnippeln. Ah, da braucht jemand dann zu Hause wohl die ganz große Dosis Liebe. Man gibt nicht mehr viel, was ich hier tun könnte. Aber wie im Ort sind immer Zombies automatisch, also... Ist ein bisschen unrealistisch. An manchen Orten sollten einfach keine Zombies sein, weil warum sollten sie da sein? Zombies ziehen ja immer dahin, wo es was zu fressen gibt. Wenn der einzige Drang, den man noch hat, fressen ist, dann wird man sich jetzt nicht mitten im Wald aufhalten. Ich dachte mir, hey, gucken wir mal hier noch. Auch wenn wir gerade nur an Supplies sind und allem. Hier. Ich habe ja mal davon geredet, dass mitten irgendwo im Nirgendwo Sachen sind. That won't work. So. Wie gesagt, hier könnte immer eine ganze Menge drin sein. I need a breather. Wie geht's dem Typen überhaupt? Maximal Ausdauer. Oh, der hat eine Explosion ohne Schaden überlebt. Bisschen unrealistisch, ich meine. Als Maya vom Turm gefallen ist, ist sie direkt gestorben. Ist da irgendwas drin? Irgendwo noch so ein altes Goldgräberlager. Das ist dann ein Haus voll mit Munition, meistens ein paar lustigen Waffen. That won't work. Oh. Ha, hast mich nicht erwischt, Zombie. Jo, oh, da geht's lang. Na gut, verziehen wir es mal. Oh je, Mini, leck mich doch. Nein, nein, nein. Okay, Leute, ich verzieh mich lieber. Bevor ich noch waghalsiger werde, aber. I just spotted an infestation. Doch, ein Infektionsherd. Oh je, diese Infektionsherde sind einfach überall. Und gar nicht gut. Da drin ist. Ich meine, wir sind ziemlich low on ammunition. Vielleicht ist hier Munition drin oder eine Waffe, das wäre echt schön. Oh. Das Tussin pfeifen wir uns rein. Das kann uns jetzt gerade richtig gut helfen. Ach, die Bratpfanne des Todes, aber wir haben. Wir haben absolut keinerlei Verletzung. Ich meine, Zombies haben uns gebissen. Wir sind in die Luft geflogen. Keinerlei Verletzung. You know, it wouldn't be a bad idea to teach some of your skills to other folks.
It might be a good idea if you train some of the rest of us. Oh je, ich soll Leuten was beibringen. Was mich halt stört, ist, dass du nicht einfach dann Char sagen kannst, bring ihm was bei. Nein, du musst es selbst tun. Ihr hört, das Auto ist nicht im besten Zustand. Ist irgendwas hier drinnen drin? Nein, gar nichts. Zombies lieben Leuchtsignale. Hier ist die komplette Jurassic Junction Tankstelle. Das ist ein kompletter Park, also da kann man eine Menge Sachen plündern. Aber ja. Was ich mich gerade frage, ich habe ja hier irgendwo Plünderer hingeschickt. Überleben die das? Freundlich sind zu überleben. Na gut, auf dem Rückweg können wir ja. Freundlich gesinnt überleben reden. Ich habe irgendwie den Eindruck, Gordon wird gerade noch viel mehr. Man kann gar nichts fürs Zombie-Horn töten. Ich meine, komm schon. Das war 5 Minuten plus 2% EP. Okay, das Spiel spackt. Warum? Nein, nein, nein. Das ist wieder normal. Die Wilkerses haben uns ja scheinbar nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube, es ist einfach das Auto, das hier rumspackt mit der hohen Geschwindigkeit. Das ist eigentlich ein Problem. Das Auto spackt rum wie sonst was. Wir brauchen ein anderes. That won't work. That won't work. Can't do that right now. Gott, wie hart ich kaputt bin. Das ist nicht schön. Toller Bug. Das heißt, ich kann jetzt momentan nicht so gut abfahren. Freundlich gesinnt überleben, das ist immer gut. How about it? Ready to move. 10-4, I'm ready. Hier sind noch Überlebende drin. Aber ich glaube, ich mache hier was. Hier, nehmt die Bratpfanne, die will ich nicht. Und das hier. Ich nehme mal hier ein bisschen was mit für den Keep an eye on our six. Kaliber 22. Kaliber 40 haben wir. Das ist zu wenig, soweit ich weiß. 357 haben wir. Where the hell am I gonna carry this? That won't work. Alles okay, wir haben jetzt noch Überlebende gefunden. Heads up. We got zombies coming in. Und ich muss sagen, beim Game habe ich mal die ganze Zeit gedacht, er ist doch mit Rams nach vorne.
got it from here. So, bring mir die mal hier hin. Moralprovision, mehr Außenpanzer, okay. Nice. That won't work. Gehen wir erstmal zu Lily. Lily. Das ab, gehen wir das ab. Ich brauche nur 9mm Sachen. Rest muss dann alles schön eingebunkert werden. Moment. Kaliber 50, haben wir nur 7 Schuss hier, toll. Ich habe eine der besten Waffen des Spiels und kann sie nicht einsetzen, aber wir haben hier. Gut, nehmen wir mal jemanden, wen nehme ich denn jetzt hier? Not now. Sturmgewehr, Gewehrgurt, Scout. Zu Hause will sie nicht. Will sie auch nicht. Maulheld. Dazu sage ich nur nein, danke. Ich mag keine Maulhelden. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Do what you can. Ja, ich verstehe schon. Die brauchen Hilfe. Ich muss sagen, Maul hält hin und her. Was gönne ich mir denn als Waffe? Ich muss mal gucken, wovon habe ich eine Menge. Also am meisten Schrotflinte, ja, aber ich möchte keine... Ja, dann nehme ich doch mal hier das Gewehr. Muss mal gucken. Geht das auf... Ja, es geht auf Einzelschuss. Klar gehen. Dann nehme ich mir hier ein bisschen Mollys mit. Ab den Schalldämpfer. Maybe later. 50 Schuss. So, dann werden wir erstmal im Haus wieder Folgendes machen. Schalldämpfer produzieren. Lebensmittel in Benzin verwandeln. Wir haben einfach zu viel Lebensmittel, das bietet sich an. Nee. Jetzt wieder los. Ah, es speichert. Okay. Wir sind überleben. Yay. Kampftraining. Wir brauchen eine Ansprache. Ja, kümmern wir uns um die Zombiejagd aufgeblähter. Mal gucken, sie ist Jacqueline, Madison Jacqueline. Jacqueline. Okay, ein bisschen. Naja. Oh, Pistolen. Persönliche Fertigkeit. Oh, das Mädel hat Ahnung von Pistolen. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Das heißt, Gewehr braucht sie ja gar nicht. Gut, nehmen wir das. Dann kann das ja wieder weg. Hier eine Pistole nehmen. Mit 357er haben wir genug. Sollte genug sein. Wir helfen dann mal den Aufgeblähten zu erledigen. Gott. Wieder mal ein paar Autos von uns. Zeitlich aber wir sind. I'll check this out next. Alright, best of luck. Habe ich nicht mehr genau geguckt und gemerkt, wo. We've got a visitor. One of Job Wilkerson's guys. What does he want? Something about a favor. I don't know, just hurry home, okay? I don't like the way he's looking at me. Better look around somewhere. Over here! Hurry! Guess I'll follow you. Let's move!
there. I'm gonna take a quick look around. Got him! Die Wilkersons wollen was. Das ist sehr interessant. I'll check this out next. I hear ya. Ich meine, oh, wir haben jetzt echt viel Respekt verbracht. Respekt ist ja unsere Währung. Aber ich muss sagen, hey. Ja, es ist notwendig gewesen. Und dabei sehe ich noch, dass es gut mit Pistolen ist. Das ist nicht schön. Ich vergesse total, dass sie eine Nahkampfwaffe braucht. Naja, die aufgeblähten Jagden sind das Simpelste, was es geben kann. SWAT-Zombies ist manchmal nervig, die kannst du nicht aus der Ferne ausschalten. Ohne guten Molly. Ich guck nochmal, was sie kann. Schießen. Okay. Oh, das ist wieder mein Anzeigefehler, freut mich doch. Was nehme ich als Nahkampfwaffe? Can I help you? Job sent me. Wants to ask a favor of you. We got a big trade going down with them folks over at the ranch house. But they want some kind of neutral observer, whatever the fuck. Job figured maybe you'd put their minds at ease. What do you say? You'll get... Whatever you say. Great. Here's the address. You pick up the folks at the ranch, make sure they get there okay. Mickey and Job will meet you there. For the Wilkersons now, huh? Super. What's next? Ooh, do you think I could join the Mafia? Wait, what? I just don't think we should be so friendly with them, you know? I mean, yeah, not many people left, stupid to burn bridges, yada yada yada, I get that. But these are bad people. The only reason they haven't turned on us yet is because they're getting what they want from us. For now, that's a good enough reason. It's bad enough fighting zombies. I don't want to fight the Wilkersons too. Ja, in Teil 1 hast du ja, Gott sei Dank, musst du ja nicht gegen Überlebende kämpfen. If this turns out to be a trap, I'm totally claiming I told you so rights for a week. Also, you're on cleanup duty. Have fun! Willi Ritter, du bist manchmal das nervigste Mädchen, das ich kenne. Naja, wir machen jetzt nochmal den Trade für die Wilkersons. Aber ja. Ist halt so. Ich meine, die Wilkersons, die haben zwar einen schlechten Ruf, aber sie überleben. Die Wilkersons haben zwar die schlechteste Basis überhaupt und ihre Verteidigung lockt mehr Zombies an, als sie umbringen kann. Aber ja, die werden das schon schauen. Im zweiten Teil hat man auch bei jedem Auto eine Benzinanzeige und man muss das Auto mit Benzin befüllen und repariert halten und ja.
Okay, da ist ein Tobsüchtiger. Tobsüchtige folgen gerne und lang. Ich dachte, da wäre der Punkt halt gewesen, aber scheinbar ist da nur eine Basis. Leere Basis und. Ja. There you are. Gewehrbolts got up. Soll's was abgemessene Präzision. That's right. Let's get going. Huh. Didn't figure you for Job's cronies. Always heard you folks were decent sorts. I'm just here to make sure the trade goes nice and smooth. Then you best watch the Wilkersons. I trust them about as far as a two-headed snake. Harte Worte, aber die handeln doch mit den Wilkersons, also ja. Ich frag mich, was haben denn die Wilkersons anzubieten, außer Schnaps? Nämlich nicht viel. So, you got what we asked for? It's all right here. Hope you brought something worthwhile. It ain't wise to cross me. Here you go, as promised. Well, that just about ought to do it. Appreciate you taking care of this for us. Now why don't you run along? You hear me? Kurier dich mal, Wilkerson. Oh shit. So much for doing this the quiet way. Load it up. See you back at base. Scheiß auf die Zombies. We'll be ready. Da ist eine Horde von Überlebenden. Die können's regeln. Ich meine, da ich schon mal hier bin, hau ich mir jetzt hier so viel Benzin und Lebensmittel rein, wie ich kann. So. Ich meine, ich könnte etwas Essen. Nichts drin. Was ist hier drin? Ah, je. Benzin gibt's hier auch noch. Nein, Benzin, Munition, Raummaterial. Can't believe that noise from bringing these up. I'm loaded up. See you back at base. Verlass den Raum jetzt. Ich mag jetzt erstmal nicht. Ich meine, was wollen die Wilkerson tun? Mich erschießen? Ressourcen. Auf die ich hoffe. Benzin, Munition, Baumaterial. Oder dass hier ein Stop ist und... Okay, der Stop hat... Moment, ich komme hinter den Stop. Da müsste ja noch dieser... Yay, General sein. Und... Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Yay, nochmal Benzin. Unload it up. See you back at base. We'll see you soon. Ich meine, solange ich hier bin, gönne ich mir hier mal... die Privilegien und räume hier den Truck voll mit Inventar. Die Jungs da bekämpfen ja die Zombies sehr gerne, wie es scheint. Nein. Ich meine, die Jungs können das sehr gut handeln. Der Lehrer auch. Wie sie es tun. Was zur Hölle ist da? Another time. Heiliger Wimber. Nice. Oh Gott. Ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht sterben. Ich möchte einfach nicht sterben heute. Noch ein Schuss, noch ein Snack. Okay,
Looks like no zombies were close by. I'll run this home. We'll see you soon. Tja, da gehen die Zombies dahin. Mal gucken. Das ist ein improvisierter Schalldämpfer. Ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. Ich meine... Das haben die Leute exekutiert, wie es scheint. You might want to go check on whatever's going on down by the bridges. Oh, ihr Waffe im Versorgungsspind? Hey. Solange das nicht für mich ist. Ich muss sagen, früher hatte ich das Problem mit Verletzungen. Das war in der Vanilla-Version halt so. Dass Verletzungen extrem lang gedauert haben. Ich muss sagen, jetzt in der Year One Edition haben sie das zu sehr genervt mit den Verletzungen. Mit den. Check, wie viele Leute haben wir in der Basis? 8, 12, 15. Oh. Naja, wir sind jetzt Best Friends mit den Wildcasters. Ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man mal ab und zu ein bisschen Audio-Unterstützung hat. Ich meine, lieber prügeln sie für uns andere Leute kaputt, als wir uns von denen kaputt lassen. Ich meine, man kann mit den Wildcasters auch richtig Streit von vorn brechen. Haufenweise Überlebende, die sich manchmal anschließen wollen. Weiß ich auch nicht. Diese Karre. Ich finde, es sollte auch ein Autofahrer-Skill geben. Das wäre so eine Sache, die mir hätte gefallen. I'm almost home. Yeah. We'll crack. Hätte gefallen. I'm almost home. We'll crack open a cold one for you. Ich meine. Oh Gott, guckt euch das scheiß Auto an. Found this while I was out. My hero. Hey, ich müsste es nicht mal Harryn heißen, die weibliche Form, meine Heldin. I could use some food. Mhm. Wie ihr sehen könnt, wir haben eine Menge Nahrung und. Found this while I was out. Sweet. Aber es gibt eine neue Waffe im Spind. Was ist denn hier neu? Die Wildcast ist nicht so irgendwas hier reingepackt. Ich meine, ich sehe hier nichts, was neu ist. Sofern die uns nicht hier irgendwas gegeben haben. Forester-Gewehr. Hier, die Buschbüchse finde ich nicht übel. Was ich ja weiß jetzt, sie hat ja noch... Ich überlege mir. Ich wollte hier mal die Buschbüchse ausprobieren. Einer der besten Waffen des Spiels. Komm, dann nehmen wir uns doch mal selbstgemachte Schalldämpfer noch mit. Oh, toll, die Waffe ist verbuggt, wie immer. Gut, dann nehmen wir uns mal hier den guten alten... Nee, maybe later. Zu Hause. Einzelschuss stellen. Durchlagen. Außenposten. Wie viele Außenposten folgt ihr denn noch?
wir sind ja hier voll mit Medikamenten gepumpt. Naja. Was soll ich da machen? Haben wir die Zähne für mich? Jupp. Ich meine, hey, sieht gut aus für mich momentan. Dann nehme ich mir noch einen Schalldämpfer mit, solange ich noch die Kohle dafür habe. Entschuldigung. Und ja, der Auftrag ist noch gegeben. Wir haben Kampftraining, Aggressionsprobleme. Dann haben wir hier ganz lange nichts mehr. Wilkerson sind wir gut drauf. Meditorm ist so. Naja. Dann verabschiede ich mich mal und wünsche euch noch einen schönen Abend und Nacht, wenn ihr mir das guckt. Und auf Wiedersehen.